mir mein kleines Geschenk an? Was haben wir denn hier? Einen Eindringling? Seid willkommen. Möchtet ihr teilnehmen an unseren Festlichkeiten? Oh, fein beobachtet. Sehr beeindruckend, dass ihr noch lebt. Das bedeutet unglücklicherweise, dass ihr meine Diener getötet habt. Nun ja, es ist besser, in den Diensten überlegener Wesen zu sterben, als mit der schrecklichen Verantwortung der Unabhängigkeit leben zu müssen. Wir müssen nicht darauf herumreiten, wer wen getötet hat. Das ist schlecht für unsere Beziehung. Ein Magier ist nur die Larvenform von etwas Größerem. Eure Kirche schmäht uns und nennt uns Abscheulichkeiten, wenn wir unser volles Potenzial freigesetzt haben. Seht sie euch an. Die Kirche hat sie überzeugt. Sie versagen sich selbst die Wonne, etwas Glorreiches zu werden. Ihr seid wahnsinnig. An euch ist nichts Glorreiches mehr, Aldred. Aldred? Er ist fort. Ich bin Aldred. Und doch auch nicht. Ich bin mehr, als er je war. Ich kann euch dieses Geschenk machen, Wynn. Euch und allen Magiern. Es wäre viel leichter, wenn ihr es einfach annehmen würdet. Aber manche sind eben sehr stur. Widerstand. Wo ich auch hinkomme, Widerstand. Wie rücksichtslos. Sogar der erste Verzauberer ist auf meiner Seite. Stimmt's nicht, Irving? Was habt ihr mit ihm gemacht? Haltet ihn auf! Er errichtet eine Armee, er wird die Templer vernichten und... Ihr seid ein schlauer Fuchs, Irving, dass ihr das verraten habt. Und ich dachte, ich hätte ihn schon... Niemals! Jetzt reicht's aber, Irving. Er wird mir schon noch dienen. Genau wie ihr. Ich diene niemanden. Nein, ich habe Pläne mit euch. Große Pläne. Euer ungezähmtes Potenzial. Gesteuert von der Stärke eines Dämons, wäre nicht aufzuhalten. Ich kann euch diese Macht und ein neues Leben geben. Eure Meinung dazu ist bedeutungslos. So lautet mein Entschluss. Und so wird es auch geschehen. Kämpft, wenn ihr wollt. Das versüßt mir nur den Sieg. Vergesst die Litanei nicht. Sie wird verhindern, dass Aldred die Kontrolle über die Magier übernimmt und uns so den Sieg bringen. Der
Zu alt für sowas. Irving, wie geht es euch? Es ging mir schon besser, aber ich lebe noch und dafür bin ich dankbar. Das ist doch wohl euer Werk, nicht wahr, Wynn? Ich war nicht allein, ich hatte Hilfe. Der Zirkel schuldet euch beiden mehr, als wir je zurückzahlen können. Kommt, die Templer warten. Wir müssen ihnen sagen, dass der Turm wieder uns gehört. In Ordnung, aber bitte beeilt euch. Gregor soll so bald wie möglich erfahren, was hier geschehen ist. Seid ihr bereit zu gehen? Wir sollten den Templern erzählen, was hier geschehen ist. Ihr müsst mich die Treppe hinuntergeleiten. Verflucht sei derjenige, der festgelegt hat, dass der Zirkel in einem Turm sein muss. Irving? Beim Atem des Erbauers. Ich glaubte nicht, euch lebend wiederzusehen. Es ist vorbei, Gregor. Aldred ist tot. Aldred hat die Magier gefoltert, um ihren Willen zu brechen und sie in Abscheulichkeiten zu verwandeln. Wir wissen nicht, bei wie vielem ihm das gelungen ist. Was? Macht euch nicht lächerlich. Natürlich sagt er das. Er könnte ein Blutmagier sein. Wisst ihr, was sie getan haben? Ich lasse so etwas nicht noch einmal zu. Ich bin hier der Kommandant, nicht ihr. Wir haben den Turm zurückerobert. Ich vertraue Irvings Zusage, dass alles in Ordnung ist. Aber in ihnen könnten Dämonen lauern, die jetzt ruhen und abwarten. Genug. Meine Entscheidung ist gefallen. Danke. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein Freund des Zirkels und der Templer seid. Ich habe euch Hilfe versprochen, aber der Zirkel existiert noch. Und jetzt muss ich die Magier beschützen. Aber sie können euch helfen. Sprecht mit ihnen. Richtig. Irving, ich muss die Aufräumarbeiten im Turm überwachen. Vielleicht finden wir noch Überlebende, um die wir uns kümmern müssen. Entschuldigt mich bitte. Und Irving, es ist gut, dass ihr wieder da seid. Wir gehen uns sicher schon bald wieder gegenseitig an die Kehle.